So, einen wunderschönen guten Morgen aus Gsteig-Wiehle. Wir sind jetzt an der Heli-Basis und machen unsere Sachen gerade bereit. Gleich geht's los. Ich bin ziemlich aufgeregt. Wir sollen unsere Turnski nehmen, die sind ein bisschen breiter. Und da vorne steht der Heli. Das Wetter ist fabelhaft, könnte nicht besser sein. Das ist jetzt der vierte Versuch, dass wir das machen. Und jedes Mal wird es abgesagt aufgrund von wegen zu wenig Schnee oder schlechtem Wetter. Und heute klappt's endlich. Thank you.
Alles gut? Alles gut. Immer die Landung. Ich weiß, dass es das Einzige ist, was dazu kommt. Was dazu kommt zum Thema Fliegen und nicht Fliegen und so. Wir sind auf 3800 Meter. Die Maschine hat hier nur noch die halbe Leistung wie im Tal. Da sind wir als Skifahrer, sind jeder von uns ist 100 Kilo am Ski. Echt, oder? Mit dem Rucksack und so, das sind 500 Kilo, die du auch nicht ausladen kannst. Und? Wir haben extrem warm. Ist warm, ja. Ich ja. meine, das könnte 15 bis 20 Grad kälter sein, dann trägt die Maschine natürlich viel mehr. Aber als es war schlechte 5 Kombi, Grad, ja. dort auf 10.000 Fuß, da 400 Meter weiter unten war, sind noch 5 Grad. Und das, oh, das ist scheiße, die Wärme und dann der Wind, den man am Ei drüben gesehen hat. Ja, schlechte Kombi. Der linke, der große, erste große linke ist die Jungfrau. Der kleinere, der ein bisschen näher steht zu uns, das ist das Rottalhorn, das ist kein 4000er, der ist schon nicht mehr bekannt. Und dann der schöne weiße Berg ist der Mönch. Wow. Und dann sieht man nach rechts vom Mönch, sieht man die Mönchsjoch, das Mönchsjoch mit der Mönchsjochhütte. Und hinten dran steht das Wetterhorn in Grindelwald, die irgendwie, keine Ahnung, auf dem Zugore Ferien machen. Und dann ist so drüben, dann kommt da so ein Zackengrat, das ist auch kein 4000er, das ist der Trugberg. Der Name kommt von Trügen. Die ersten Jungfraubesteiger sind auf diesen Berg gestiegen, bis sie gemerkt haben, dass sie nicht auf der Jungfrau stehen. Die haben nicht ins Tal runter gesehen, dort oben. Wenn man vom Süden her kommt, von der Concordia-Hütte her, über den Aletschgletscher hoch, steht dieser Berg mitten im Tal und das ist der größte und der nächste. Dann sind die da hinauf und die sind dort betrogen worden. Und weiter rechts ist dann wieder im Hintergrund ein, das ist ein Schreckhorn, Lutrarhorn und im Vordergrund das Vierschhorn. Das sind alles 4000. So. Diese vier da. Auf welchen gehst du am liebsten von Eiger, Mönch und Jungfrau? Aber die Mönche sind schnellstens zurück. Das ist nicht vor. Wirklich nicht. Der Eiger. Eiger. Ja, das ist schon das Herausfordernde, ist schon cool. Ja, cool. Das andere ist mehr ein Gelatsch. Der Mönch ist relativ einfach. Ja. Ist aber oben, man hat dann auch einfache Leute dabei. Das ist dann manchmal wirklich schwierig. Ja. Weil wenn du stürzt, bist du weg. Ja, kommt schon wieder. Ja. Und dann der Helikopter, dann möchte ich, dass ich wieder dann zurückgehe. Ja. Ihr habt noch Zeit, das reicht noch. Darüber gefahren, dass da besser ist. Und hier ist wiederum die Spalte. Auch dann geht es länger.
Ja. Ist das verständlich? Verstanden, ja. Super einfach, gell? Super einfach. Ich bin vorne, der Lorenz ist hinten. Genießt es. Am Anfang machen wir uns zwei, drei kurze Stücke fahren wir, damit ihr euch da gewöhnen könnt. Und dann später geht es dann richtig los. Okay. Gut? Ja. Genießt es. Du mit dem Snowboard bist eher in der hinteren Teil der Gruppe. Dann kannst du also ein bisschen managen mit den Spuren und so, damit du nicht irgendwo in einer Fläche bist. Ich werde dir aber sagen, wann du die Stöcke nach vorne nehmen. So. Moment, ist das kein Problem. Alles klar. Viel Spaß. Los geht's.
zweiten Heliflug. Wir sind jetzt auf 3.1. Es war echt atemberaubend. Die Heliflüge sind wirklich mega, mega aufregend. Ein Superpilot. Jetzt sind wir hier oben, warten auf den zweiten Helikopterflug und dann heißen wir abfahren. Und das sind die Mega-Panoramen.